Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier. Ja, als allererstes sorry für den Format hier, einfach vom Unterwegs. Es ist so, ich bin ehrlich zu dir. YouTube mache ich aus Spaß, mache ich, um Leuten da draußen zu helfen. Wir werden uns auch heute die meistgestellte Frage im Trading und Investing klären. Das, was alle irgendwie interessiert, was mich damals am Anfang interessiert hat. Aber irgendwie muss ich einfach YouTube in meinen Alltag integrieren, ja? Weil ich möchte es gerne weitermachen, finde aber nicht immer die Zeit, professionell irgendwelche Videos aufzunehmen. Mit Kameraleute und dann Cutten und alles ist halt viel komplizierter. Deswegen lieber meine Message auf diese Art und Weise, als dass ich gar nichts mehr mache. Ich mache keine Werbung auf YouTube, ich verdiene kein Geld mit YouTube, keinen einzigen Cent. Ja, wichtig ist einfach, dir eine Message zu geben, dir zu helfen. Ich sehe die Likes, unglaublich. Die Videos haben, YouTube hat das deaktiviert, das hat vielleicht die Hater ein bisschen demotiviert. Auf jeden Fall, die Videos haben 91, 92, 95, 98% Likes, was unglaublich ist. Das gucke ich mir immer wieder an. Und sobald ich nur einer Person helfe, dann ist es geil. Und welche Zeit ist besser für ein YouTube-Video als die Zeit, wo ich hinfahre, um meine Kinder abzuholen? Wenn du dich fragst, womit bin ich unterwegs, mache ich erstmal ein Video, das ist unser Multivan. Unsere Family-Kiste mega happy mit und habe ich hier nagelneu gekauft. Die Autos werden hier voll unterschätzt, also in Deutschland ist es ein Kult. Ich liebe auch Multivan, gefällt mir viel besser wie Mercedes, wie V-Klasse. Frag mich nicht wieso, wir haben V-Klasse in Deutschland angemietet, fand ich nicht cool. Also hier hat man ein echt geiles Feeling. Echt geiles Family-Dad-Feeling, ja, also wenn du guter Familienvater sein willst, eins der wichtigsten Sachen, Multivan. Ja, so viel dazu. Welche Frage klären wir heute? Die Frage, ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber jeder fragt dich am Anfang, welcher ist dein Broker? Wo kann ich anfangen? Jetzt erzähle ich dir mal ganz kurz, was ich früher gedacht habe, warum ich mit dieser Frage auch an die Leute da rausgegangen bin, die es damals gemacht haben, die konntest du an einer Hand abzählen, die damals irgendwie mal Coachings oder Unterricht gegeben haben im Bereich Börse, im Bereich Trading, habe ich genauso gefragt, weil ich habe gedacht, hey, wenn du erstmal einen Broker hast, dann bist du schon erfolgreich, wenn du einen guten Broker hast. Ich sag's mal so, ein guter Broker ist extrem wichtig, ja, die Gebührenstruktur, einfach Spreads, die Fairness vom Broker, zahlt er dich schnell aus, kommt das Geld da schnell an, zahlt er dich überhaupt aus, ja, also es gibt Broker, die sind nicht lustig, ja, mit denen zu dealen, ja, es gibt Broker, die zahlen dir nicht aus, ja, mit irgendwelchen Knebelverträgen und die kommen dir mit irgendwas um die Ecke und die zahlen dich einfach nicht aus, ja. Also es ist schon extrem wichtig, einen guten Partner, einen guten Broker zu haben, aber es ist nicht das Wichtigste. Und Börse ist immer noch mit Risiko verbunden, deswegen an dieser Stelle den Risikohinweis, du kannst Geld verdienen, aber du kannst auch alles verlieren, ja, so wie ich es damals gemacht habe. Ich habe damals alles verloren, okay? Es geht in beiden Richtungen. Es ist nicht immer nur Gewinn, Gewinn, Gewinn. Es ist aber auch nicht nur Verlust, Verlust, Verlust. Deswegen Risikohinweis, du musst einfach wissen, was du tust. Du musst schauen, du musst Strategien haben, dass du das Risiko minimierst. Es ist so unglaublich wichtig, ja, das Risiko zu managen. Und ja, klar, selbst wenn du es einfach nur anfasst, das Trading, ist schon mit Risiko verbunden, ja. Risiko ist definitiv da, aber das Risiko kannst du managen. So, also einen guten Broker
ist extrem wichtig, ist aber nicht das Einzige, was dich erfolgreich macht. Es ist etwas, was dich auf dem Weg unterstützt, einen guten Partner an deiner Seite zu haben. Und ich arbeite mit einem Broker zusammen, der sitzt in Deutschland, in Hamburg und in Zypern, also zwei Filialen sozusagen, ist bei der BaFin registriert. Und bei dem Broker ist es so, immer super schnelle Auszahlung, super faire Spreads. Ich habe sogar für die Leute, die bei mir sind, für meine Trader, für meine Investoren, extra geile Konditionen ausgehandelt. Das heißt, du kriegst Top-Konditionen. Weil du glaubst gar nicht, wie viele Nachrichten ich immer noch bekomme, obwohl ich mich so eigentlich schon zurückgezogen habe vom Coaching-Geschäft. Wie viele Anfragen ich bekomme, mit anderen Brokern zusammenzuarbeiten. Ja, und was die nicht alles anbieten. Und damals war es nicht anders, war weniger, aber war nicht anders. Als der Broker an mich rangegangen ist, die meisten sagen dir, was sie für dich machen können. Meine sofortige Antwort, weil ich weiß, wie hart es ist am Anfang, gute Partner zu finden. Am Anfang will keiner mit dir zusammenarbeiten, am Anfang ist alles schwer, am Anfang kommst du vielleicht auf den falschen Broker und dann bist du entmutigt und ja, das kann deine Trading-Karriere vermasseln, ja, oder halt ganz anders laufen lassen. Ich weiß noch, wie wichtig es damals für mich war, den richtigen, den passenden Broker zu finden. Und deswegen war meine erste Frage zu diesem Broker, okay, das ist schön und gut, was du für mich machen kannst, aber was kannst du für meine Leute tun? Ich brauche extra Konditionen. Was ist das Mindeste, was du machen kannst? Wie viel günstiger kannst du noch werden, sodass sich das für dich kaum noch lohnt? Machen wir uns nichts vor, ein Broker muss Geld verdienen. Er stellt Software zur Verfügung, er stellt Getaways zur Verfügung, er ist verantwortlich für Fehler, die überall, wo Software ist, überall, wo Getaways sind, sogar SEPA, Lastschriftverfahren, hat Fehler. Ja, alles Mögliche, wo du dir denkst, das ist super sicher, da passieren Fehler, okay? Es sind verschiedene Sachen, die miteinander kommunizieren müssen, damit etwas zustande kommt. Und all diese Sachen muss ein Broker natürlich zur Verfügung stellen, ja, und das ist so fehlerfrei wie möglich funktioniert. Es gibt keinen Broker, der für gar nichts arbeitet. Jeder Broker braucht eine Gebühr. Jeder Broker braucht eine Gebühr, braucht einen Spread, braucht einen Vorteil, okay, um sich die Arbeit zu machen. Die haben Teams, die haben Support, die sind für dich da, wenn du sie brauchst. Die haben meistens auch eine Academy, die dir erklärt, wie du die Software benutzt und so weiter. Ja, aber es ist extrem wichtig, dass der Broker trotzdem fair bleibt, weil es gibt viele Broker, die versuchen, dich einfach über den Tisch zu ziehen. Und ich weiß, wie schwer es damals für mich war, vernünftige Broker zu finden, mit denen ich arbeite. Deswegen habe ich die geilsten Konditionen jetzt für dich ausgehandelt, die es überhaupt gibt. Es gibt zwei Stufen. Die erste Stufe ist ab 1000 Euro. Wenn du ab 1000 Euro auf deinem Account hast, Echtgeld, klar kannst du dir auch kostenlosen Demo-Account machen, um den Broker kennenzulernen und alles, aber wenn du ein Echtgeldkonto aufmachst, ab 1000 Euro bekommst du schon diese extra Konditionen und ab 10.000 Euro wird es nochmal günstiger. Ja, ab 10.000 und 1 Euro. Ja, wird es nochmal günstiger für dich. Und ich sag's mal so, manche denken sich, ja, wenn ich Geld verdiene, ist doch egal, plus minus 1 Euro. Glaub mir, am Ende des Jahres stapelt sich das. Und ich habe so viele Coachings gemacht, ich habe so viele Trading-Tagebücher ausgewertet, habe mit so vielen erfolgreichen Tradern auch zusammengearbeitet, dass ich dir sage, bei ganz vielen Tradern, die Break-Even sind, zum Beispiel, wenn du die Gebühren abziehst, wenn die keine Gebühren bezahlt hätten oder weniger Gebühren bezahlt hätten, dann wären sie profitabel.
Das heißt, welchen Broker du hast, kann am Ende des Tages auch dafür darüber entscheiden, ob du erfolgreich bist an der Börse oder nicht. Weil ganz ehrlich, selbst wenn du 10, 20, 30.000 in einem Jahr gemacht hast, du bist erfolgreich. Du musst nicht direkt eine Million machen oder so. Ja? Die Zeiten können auch kommen. Aber es ist erstmal wichtig, überhaupt erfolgreich zu werden, dauerhaft Plus zu machen. Weil wenn du das geschafft hast, dann kannst du es auch nach oben skalieren. Dann gibt es andere Werkzeuge. Dann arbeiten wir auf eine mentale Ebene miteinander, wo du auf diese nächsten Levels kommst. Okay? Aber ein guter Broker, ein fairer Partner, mit dem du zusammenarbeitest, ist extrem wichtig. Und ich hoffe, dass ich diese Frage jetzt ein für alle Male geklärt habe, weil die wird mir immer noch auf Insta extrem oft gestellt. Immer noch, natürlich schicke ich dann einfach einen Link raus, aber wichtig ist, dass du jetzt in diesem Video auch verstehst, warum ich mit diesem Broker zusammenarbeite. Du kannst einfach auf den Link unter diesem Video klicken, ja, in der Beschreibung. Und dann wirst du weitergeleitet. Nein, du musst nichts bezahlen. Nein, du kannst auch eine kostenlose Demo-Version dir holen. Erstmal kein Geld einzahlen. Ich empfehle sowieso alle meine Trading-Studenten, ja, alle, die ich so bei mir im Coaching habe, ja, ich komme jetzt aus dem Live-Call sozusagen, allen empfehle ich erstmal auf der Demo zu traden. Nicht zu lange, aber ein paar Monate Demo, ein, zwei, drei Monate Demo, um all die groben Fehler schon auf der Demo zu machen. Ja, warum willst du, wenn du ein neues Business anfängst, direkt mit Echtgeld, direkt Geld riskieren, echtes, hart verdientes Geld riskieren? Wozu? Wenn es auch anders geht. Allerdings empfehle ich auch, die Demo-Phase nicht zu lange werden zu lassen, weil mit Demo-Geld kannst du ja auch nichts kaufen. Es gibt die sogenannten Demo-Könige, die auf der Demo extrem gut sind, aber wenn die dann den Switch zum Live-Trading machen, kacken die richtig ab. Es liegt unter anderem daran, dass die Demo-Phase zu lange war, und da muss man richtig schön mental daran arbeiten, um auch mit Echtgeld ähnliche oder sogar bessere Erfolge zu erzielen, weil du kannst mit Echtgeld sogar bessere Erfolge erzielen wie in der Demo. Es gibt Werkzeuge dafür. Es kommt aber auch darauf an, wie du die Demo gehandelt hast. Hast du dich an unsere Ausbildung gehalten oder hast du einfach nur hin und her gezockt und hast das Ganze mit Casino verwechselt? Ja, das darfst du auch nicht tun, okay? Und es gibt bestimmte Regeln in der Trading-Welt, die du einhalten musst, aber wenn du sie einhältst, oh lala, dann wartet eine schöne Zukunft auf dich, mein Freund. Also starte mit dem Broker, wenn du jetzt schon am Anfang bist, guck dir das an, klick auf den Link, mach dir erstmal ein Demo-Konto auf oder auch ein Live-Konto, wenn du jetzt schon auf dem Weg bist, da habe ich auch Erklärungsvideos, wie die Software funktioniert. Ach, und ganz, ganz wichtig, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich habe mit dem Broker eine halbautomatisierte Software entwickelt, die dafür sorgt, dass du dein Risiko managst, dass du das Risk Management und das Money Management wird durch die Software, da fließt mein Wissen da rein, dass die Software dafür sorgt, dass dein Risiko Management und dein Money Management, was eins der wichtigsten Sachen im Trading ist, auf meinem Level sind. Ja, auf, weil es sind die Sachen, die ich mathematisch programmieren kann, ja, die habe ich für dich damit reinprogrammiert. Und du wirst geschockt sein, wie geil diese Software ist. Und für alle, die das jetzt machen, die sich einen Demo-Account aufmachen, die sich einen Echtgeld-Account aufmachen, schick mir eine E-Mail an info@koko-trading.de. Egal, ob du jetzt ein Kunde von uns bist oder kein Kunde von uns bist, und ich werde dir diese Software schenken. Normalerweise Tausende im Jahr die Lizenz, ich werde sie dir schenken. Warum? Weil ich etwas zurückgeben will, weil ich einfach weiß, wie hart es am Anfang war, auf einem vernünftigen Level zu agieren. Ja, vernünftiges Money Management, Risk Management ist das A und O. Okay, let's go. Klick auf den Link, sicher es dir. Und ich hoffe, das nächste Video etwas professioneller aufnehmen zu können. Ja.
Mach's gut. Ciao, ciao.